Hallo, hallo, hallo. So, wir sind jetzt dabei, in die Wüste zu gehen. Und damit ein herzliches Willkommen an die, die jetzt den Party angeklickt haben. Na, auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier einen Teil der Map aufgedeckt. Die Maschinen lassen wir mal in Ruhe, wenn die so friedlich sind. Und wir sind auf dem Weg in die Wüste, um komische Maschinen zu untersuchen. Wir haben jetzt jemanden gerettet, repariert. Der folgt uns jetzt hier ein bisschen unauffällig. Mit einem halb gesprengten Körper, sage ich mal schon fast. Aber naja. Solange er macht, was er soll, soll es mir recht sein. Und dann verfolgen wir jetzt mal den Marker in die Wüste hinein. So. Da sehen wir auch zwei größere Maschinen, die uns auch bei Anblick direkt auch angreifen. Geiler Angriff mit der 2. Auf jeden Fall. Oh, fuck, ich hätte da reinspringen sollen. Das hätte. Also, man hat hier schon gerade gesehen, die Autoheilung hat hier angeschlagen. Tolles Feature, dass ich nicht. Dass ich vielleicht nicht. Wie soll ich sagen, vernachlässigen sollte, weil es heilt einmal mehr und es heilt mich automatisch. Ich hoffe nur, dass es auch so viel heilt, dass ich auch einen zweiten Hit überleben könnte. Aber das wird sich dann erstmal zeigen. So. Auf jeden Fall. Hier R2. Karteninformationen freigeschaltet. Hier wie immer speichern. Wenn wir jetzt auf die Karte schauen. Sehen wir. Wir haben die Wüste aufgedeckt. Auf jeden Fall zeigt uns der Marker hier unser nächstes Ziel an. Und ab hier beginnt wohl die Wüste. Wir sehen ja hier schon, dass hier der Sand ein bisschen in die Stadt reinläuft. Und was hat der zu sagen? Der Shop-Typ. You're from Yorha, right? I've heard about you guys. We've got a squad mate waiting in a rocky stretch up ahead. Head on over. Just remember that there's nowhere to resupply out there. If you need anything, best to take care of it here while you can. What can I help you with? Gut, dass er eine Sprachsynchro hatte. Dann kaufen wir jetzt zwei kleine Erholungen. So, dann habe ich 10-10. Was gibt's hier noch? Was könnte ich da? Eigentlich Konto und Stabilität. Ich weiche ja viel aus und damit ich nicht so häufig getroffen oder wenn ich getroffen werde. So, die Sachen rüsten wir auch gleich mal aus. Plug in Chips. Alte Chips. Wir können noch eins. Ja gut, dann kommt Konter rein. Ich glaube, das ist jetzt an der Stelle etwas wichtiger, als jetzt, dass ich nicht taumel. Dann gehen wir mal hier in die Wüste rein. Hier gibt es schon zwei Leichen. Und eine wertvolle Lektion in einer Wüste der Schatten. Tja, dann beten wir mal für ihn. Falls ihr das gerade gesehen habt, wir konnten ihn jetzt nicht noch einmal reparieren. Das kann ich hier in dem Körper nochmal zeigen. Geht nicht, weil wir gerade noch eine da haben. Daher bergen wir den anderen nur. Bekommen hier jetzt noch ein paar Chips-Fähigkeiten. Die Chips-Fähigkeiten, wenn die aktiv sind, die sehen wir oben links. Oh, der ist explodiert. Naja, die Chips-Fähigkeiten sehen wir oben links. Mit neben der Stufe haben wir so ein Chips-Symbol und das zeigt an, dass wir ausgerüstete Chips haben. Currently, our struggle against the machine life forms is at a stalemate. This battle has raged for far too long. I'm sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon want nothing more than to return to Earth. Glory to mankind. Those council broadcasts are always so stiff.
Na, was erwartest du bei einer vorgefertigten Ding? Nachricht zur Motivation. Oh, na, wir wissen, dass hunderttausende Menschen jetzt halt auf die Erde runter möchten. Darauf warten, bis dass wir den Krieg hier gegen die Maschinen ändern. Quadrat und hier haben wir einen Chip erhalten. Auto ging schon plus 2. Ich glaube, das ist sogar besser als das, den wir haben. Schauen wir gleich mal nach. Plus 6 mit 10% mehr. Unter 30. Der eine, der kostet weniger, aber der halt auch weniger. Aber der passt perfekt rein. Na, dann lassen wir den doch erstmal. Auf jeden Fall sehen wir hier schon, die Chips, die verlaufen nicht gerade sehr linear. Also wir haben hier einen Autogegenstand plus 1, der 15% mehr hat, und einen plus 2, der nur 10% halt. Von der Logik her sollte der plus 2 eigentlich mehr heilen als der plus 1. Aber wie wir sehen, hat der plus 2 an der Stelle, kostet der sogar weniger. Also nur 6 Speicherkapazitäten, nenne ich das jetzt mal. Von daher nehmen wir das jetzt her, dass wir zumindest mehr geheilt werden. Damit ist unsere Kapazität voll. Und dann gehen wir mal weiter. So, was da oben sind da noch? Na, da klettere ich jetzt nicht hoch. Das mach... Oder doch, wo kann ich doch hin? Komme ich hier auch irgendwie hoch? Ne, aber hier haben wir noch ein paar Maschinen, die uns angreifen. So. Nein, du machst jetzt nichts. Da ist noch einer. Ja, erlöse ich dich mal von deinem Schmerz, bevor du mich umbringst. So. So ein Konterschuss sieht eigentlich immer geil aus. Den mag ich. Vorausgesetzt, ich schaff das richtig. So, was ist hier? So, da ist jetzt nur ein Loch. Wobei ich ja eigentlich Richtung Aufgabe gehen sollte. Okay, hier liegen ein paar. So eine hasserfüllte Maschine. Der Typ scheint mir aber nicht sehr hasserfüllt zu sein, so wie er gegen die Wand läuft. So, den. Ah, Messi wollte ihn reparieren. Na egal. Haben wir halt eben weitere Geschichten. Stufe 6. Du machst hier nix. So, dann öffnen wir mal die Kiste hier. Tada, 60 G erhalten. Ne? Jetzt sind wir etwas reicher. So, was haben wir hier? Ein paar Maschinen. So, haben wir die alle weg. Nein, das ist noch nichts. So. Plopp. Sollte ich das mit dem Konter wirklich gut hinbekommen, denke ich mal, dass es trotz des schweren Modus schaffbar für mich sein wird, da jetzt hat das Spiel durchzuspielen. Das freut mich. So. Dann gehen wir mal weiter zur Aufgabenmarkierung. Ah. Du bist hey. Der Typ. Our leader told me all about you. Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like it. So, Jackass, was it? What are you doing all the way out here? Hmm? Oh, that? Well... wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? Ah, Knarrkopf. Don't go trying to be a hero, all right? Naja, wir werden schon kein Helden sein.
Aber schön, dass der Knallkopf da einfach mal ein versiegeltes Tor uns aufspringt. Oh naja. So kommen wir jetzt halt wenigstens weiter in die Wüste, da das ja anscheinend vorher blockiert war. Who opens a sealed gate with explosives? There's gotta be an easier way, right? Ja, aber das wäre nicht so dramatisch. Na klar, einfache Wege sind halt einfach, aber... Na? Du versteckst dich nicht hier, dich habe ich auf der Map gesehen. Ah, jetzt hätte ich vielleicht auch Treffer. Ja, aber auch nur... einen Kristall erhalten. So, laut der Map sind hier oben noch ein paar Gegner, aber die sehe ich leider nicht. Oh, da sind die. Die sehen schon ein bisschen anders aus. Dann gehen wir mal weiter. Sind bei 11 Minuten. Immer schön auf die Zeit achten. Hui. This sand sure is slippery. Aber hier ist nicht wie groß. Okay, wir müssen die Punkte hier alle erstmal untersuchen. Careful. We've got enemies approaching. Na gut, das heißt beim roten Kreis, das werden Gegner wohl auftauchen. Wenn uns ein S darüber. These machines are Ach komm! Also zwei Hits. Zwei Hits werde ich jetzt wahrscheinlich nicht überlegen. Ein verschwiegenes Mädchen wurde zu selbstsicher dort. Ja, das kommt hin. Reliquarsystem. Wenn dein Charakter stirbt, bleibt der Körper als Leiche auf der Karte bestehen. Diese Körper erhalten diverse Informationen, also begib dich zu deiner Leiche, um dein Hab und Gut zu bergen. Stirbst du erneut, bevor du deinen vorigen Körper erreichst, verschwindet dieser. Spielst du noch länger weiter, ohne deinen Körper zu bergen, verschwindet dieser ebenfalls. Ja. Das heißt, für mich, so schnell wie möglich dorthin gehen, den Körper bergen, weil sonst habe ich meine Ausrüstung verloren. Und wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dürften sogar die Erfahrungspunkte weg sein, die ich mit in der Zwischenzeit zwischen Speichern und Körper gemacht habe. Und der ist so weit weg. Der ist wirklich... Na, ich kann auch gar nicht speichern. So, aber der, wo ist denn der Rausungen immer? Ja, ich muss den kompletten Weg hier wieder durchlatschen. So. Gut, dann fangen wir mal an. Einfach hier durchlatschen. Die Körper lasse ich jetzt halt erstmal liegen. Nur je, Schluck auf. Die machen, also bringen uns jetzt erstmal nicht weiter. Weil die Chips, die wir hier bergen könnten, die würden uns jetzt so viel helfen, weil bis dahin sind die Chips halt wieder weg. So. Gut, dann greifen wir diese noch kurz an. Wobei die eigentlich wirklich nichts machen. Das ist schon fast schade, dass wir die einfach so angreifen. Aber naja. Dann hätten die nichts Großartiges. Hätten die halt eben die Erde nicht angreifen sollen, aber naja. Ich glaube nicht, dass diese Maschinen ohne Arme, ohne gar nichts, also irgendwas umbringen können. Na? Es sei denn, die fallen wie ein Dominostein runter. Und
Ja, zu Respekt an die Menschen, die deswegen gestorben sind, weil so ein Röhrenteilchen auf die gefallen ist. So. Auf jeden Fall sind wir hier wieder gleich an der Wüste. Den ignorieren wir jetzt mal. Hier sind die Gegner nicht da. Und dann beende ich hier an der Stelle den Part. Ein Like und Kommentar sind. Likes und Kommentare sind gerne gesehen, so rum. Und falls euch etwas auffällt, was ich besser machen könnte, informiert mich einfach. Ich habe inzwischen meinen Twitter-Account verlinkt. Da könnt ihr mich zumindest theoretisch erreichen. Und damit auf Wiedersehen.